Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder so eine wundervolle Colourpop Mystery Box für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Mystery Box kam jetzt relativ schnell, nachdem ich meine letzte Box abgedreht habe, online. Und zwar ist es die Totally Confidential Box, die 49,55 gekostet hat. Ich habe noch eine Foundation dazu bestellt, die aber in einem anderen Haul dann kommen wird, wo ich tatsächlich, weil sie separat versendet worden ist, ganz toll, nochmal Einfuhrabgaben und DHL-Gebühren drauf zahlen musste. Ich habe so eine Krawatte. Auf diese Box musste ich 9,13 Euro bezahlen und 6 Euro an DHL Auslagepauschale. Also 15,13 Euro. Das ist schon nicht wenig, Leute, ne? Wenn man sich das so reinzieht, ja, dann muss die Box auf jeden Fall was Cooles beinhalten. Ich hoffe. Und ich würde sagen, wir schauen hier einfach mal zusammen rein. Und diese Einfuhrabgaben und so weiter müssen wir, glaube ich, auch nur deswegen bezahlen, weil Colourpop das irgendwie nicht hinbekommt, diese Deklaration richtig hinzubekommen, was Inhaltsstoffe angeht oder so. Irgendwie eine ganz verrückte Geschichte. Keine Ahnung. Aber gut, das ist auch der Grund, weswegen Purish ja auch schon seit Jahr und Tag damit kämpft, dass die überhaupt bei denen in den Online-Shop kommen. Nun, auf jeden Fall habe ich hier eine Box. Du hast keine extra Box, wenn du sowas bestellst. Es ist dann hier einfach so alles drin. Colourpop Special Delivery. Ich glaube, das ist der generelle Versandkarton, ne? Dann habe ich hier so eine Luftpolsterfolie. Die verwende ich immer weiter, weil die finde ich richtig gut. Und hier habe ich schon etwas drin, was ich direkt toll finde, ne? Von The Mandalorian ist etwas mit dabei. Die Box scheint prall gefüllt zu sein und wir nehmen jetzt mal als allererstes hier unseren kleinen Baby Yoda raus. Genau. Wie heißt der nochmal? Weiß ich gerade nicht. Es ist spät, Leute. 20.49 Uhr, ne? Ich war den ganzen Tag irgendwie Highlife unterwegs und ja, dann am Ende des Tages darf man sich dann hinsetzen und drehen. Das ist tatsächlich das Schönste für mich am ganzen Tag. Denn ansonsten bin ich irgendwie in Vertragsverhandlungen oder muss Verträge durcharbeiten oder keine Ahnung, ne? Das ist dann manchmal ganz schön anstrengend und Papierkram und so. Und am Ende des Tages gönnt man sich dann. Ist auch cool. Okay, Colourpop. One Hand Mirror. Das heißt, ich habe hier einen Spiegel drin. Also ich weiß, dass die ein oder andere das ziemlich hart feiern wird, wenn sowas hier drin enthalten ist, ne? Antje von Antje Sverre, die ist ja auch ein totaler Fan von diesen, die man in The Mandalorian. Oh mein Gott, das ist echt schön eingepackt, ne? Klack. Oh, ist auch noch hier abgeklebt. Das ist hier so eine Schaumstoffgeschichte, ne? Also, ja, ist ein Spiegel, okay. Und hier haben wir dann, ach, das ist doch süß. Das ist richtig süß. Ich habe ja die Spiegel von Maxim. Deswegen muss ich tatsächlich gucken. Muss ich mal gucken. Aber ich finde das toll. Eigentlich finde ich den richtig toll. Aber ich habe ja die Giacomo Cosmetics Spiegel immer hier am Start. Und wie viele Spiegel braucht man? Ja. Ihr wisst, was ich meine, ne? Aber trotzdem ein schönes Produkt. Ich habe mir auch diesen Lili Lolo, nein, wie heißt dieser Adventskalender? Keine Ahnung, kann ich euch mal in der Infobox verlinken, bestellt. Da ist super viel Merchandise und so drin. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil so ein kleiner Nerd steckt ja auch in mir drin tatsächlich. Und da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Grogu heißt der übrigens. Mann, oder? Habe ich mich jetzt vertan? Oh Gott. Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir den auch bestellt. Übrigens, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgen solltet, dann solltet ihr das nachholen, denn gerade jetzt geht da halt echt hart die Party ab. Ich poste da halt jeden Tag Adventskalender, die mir über Füße laufen, dass ich euch da halt einfach die verlinke in der Story und so, habe da ein Highlight zugebastelt und so, dass ihr dann immer auch drauf zurückgreifen könnt, ne? Das ist auf jeden Fall eine coole, coole Geschichte. Ja, schaut da gerne mal vorbei. Okay, als nächstes habe ich hier drin von Colourpop die 4C's Faux Lashes, ja, in der Richtung Chica. Die sehen hübsch aus, kann man nichts zu sagen. Faux MG, okay. Aber ich trage ja keine künstlichen Wimpern, ne? Das ist nicht ganz so meine Welt. Das heißt, die werden weiter wandern. Sehen, also ich persönlich finde, dass die jetzt nicht so gut aussehen, weil die ein sehr dickes Wimpernbändchen haben. Die sehen sehr schön dreidimensional aus. Auf jeden Fall mega intensiv. Das heißt, würde ich jetzt nicht so zu dezenten Looks tragen. Und sind mega lang, mega voluminös. Also schön, definitiv, aber ne? Nicht für mich. Dann habe ich hier auch mit drin enthalten so Glitzersteinchen. Crystal Face Jewels, die kann ich mir gut jetzt für Weihnachtslooks so vorstellen, falls ich dazu komme, muss ich mal gucken. 72 Kristalldinger sind das hier nämlich und
Die packe ich mir aber mal zur Seite, ne? Wenn ich mal so besondere Looks schminke. Letztes Jahr habe ich euch eine Lichterkette geschminkt und mal gucken, was ich dann dieses Jahr mache. Muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Vielleicht klebe ich die auch einfach für ein schönes Foto auf meinen Bauch. Kann man auch machen, ne? Dann habe ich hier auch schön eingepackt ein Super Shock Shadow. Ja, das ist so ein Monolidschatten, der kommt in den Monolidschatten Adventskalender, den es auch dieses Jahr zu gewinnen geben wird. Cheat oder Cheap Date? Cheer Date? Das weiß ich jetzt. Nee, Cheap Date würde ich jetzt denken, ne? Ja, es ist so ein schimmerndes Kupfer in Dunkel. Ist soweit so schön und die sind halt auch immer wie flüssiges Metall auf den Augen. Alles wunderbar, aber ich trage sowas halt einfach persönlich nicht, ne? Dann habe ich hier noch drin enthalten einen Stift und zwar ColourPop BFF Creme Gel Liner. Okay, Farbe ist Get Paid. Das scheint dann ein Augenstift zu sein, also quasi ein Kajal, ne? Kajalstift ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Wenn es jetzt ein Lipliner wäre, dann könnte ich drüber nachdenken. Cruelty Free scheinen eigentlich die Produkte von ColourPop generell zu sein. Also hier ist extra auch ein Zeichen dafür, ne? Creme Gel Liner. Ja, der ist ja auch ein bisschen metallisch, so kupfermäßig, ne? Das ist definitiv ein Eyeliner. Also Kajal. Hatte ich jetzt letztens auch irgendwo mit dabei. Das heißt, der hier wird aber auch weiter wandern. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir jetzt noch nicht so viele Highlights, wo ich jetzt wuhu rufe. Dann habe ich hier noch einen Liquid Liner von ColourPop BFF mit dabei in der Farbe Crazy quasi, in so einem Dunkelblau. Denn das, also das kann ich mir dann aber auch schön als Eyeliner vorstellen, sowas mag ich. Das wird dann auch ins Full Face Beauty Box mit reinkommen. Ja, das ist ein Filzstift Eyeliner und das ist etwas, was ich mag. Sehr schön. Mensch, ne? Kommt ins Full Face Beauty Boxen für September. Und da, ja, schminke ich ja mit euch zusammen einen Look mit all den Produkten, die halt in dem Monat in Beauty Boxen drin waren. Und da kommt er auf jeden Fall mit rein. Gut, das erste Produkt, wo ich safe sage, richtig gut. Dann habe ich hier ein Quattro drin. Und beim letzten Full Face Beauty Boxen habe ich auch eins davon verwendet. Und da muss ich wirklich sagen, die Qualität ist wunderbar. Bei dem hier ist es so, dass ich das weitergeben werde, weil wir hier nicht meine Farben drin haben, um das mal so zu sagen. Vielen Coconutty, also man fühlt sich kokosnussig, ist auch niedlich, ne? Eine schöne Palette zum Verlosen, wenn ich Verlosungsboxen packe und so. Ja, ja, ich glaube, da mache ich einem von euch auf jeden Fall eine größere Freude mit, als wenn ich das jetzt hier irgendwie bunkern würde und das bei mir versauern würde, ne? Aber deswegen lohnen sich für mich die Boxen halt, weil ich kann die Produkte, die ich halt selber nicht verwende, weitergeben, ne? Dann habe ich hier, was ist das? Twist of Slate. Okay, Twist of Slate. Vielleicht habe ich Glück und es ist eine Palette. Oh, sieht auf jeden Fall, ja, Pressed Powder Palette, sieht auf jeden Fall schön aus. Mhm. Hier stehen auch Namen hinten drauf. Fühlt sich schön an. So Marmor. Ja, wie so ein Stein ist das. Nicht Marmor, Quatsch. Wie heißen denn diese weißen Steine, die so an Bergen sind? Oh nein, das ist eine kühle Palette, die auch weiter wandern wird. Schade. Und da ist die Folie gerade abgeflogen. Ne? Seht ihr das? Also definitiv ist das schön irgendwie, aber überhaupt nicht meine Welt, weil ich bin ja so Team Bunt und so kühle oder neutrale Paletten oder Töne habe ich genug. Habe ich echt genug. Hätte man sich denken können, wenn das Ding sich anfühlt wie ein Stein, dass da auch Töne dran sind wie ein Stein, ne? Ah, okay, hier unten drunter ist gleich noch eine Palette. Die sieht bunter aus. Hier habe ich von ColourPop Pressed Powder Palette, also nochmal eine Lidschattenpalette in Quattro. Okay, also das ist halt positiv, wenn du so viele verschiedene drin hast, dass da bestimmt irgendwas mit dabei ist, was dir auch gefallen könnte. Das ist einmal diese hier, Cream Cycle. Cream Cycle, mhm. Mal gucken. Oh, sieht kaputt aus. Ja, ist auch leider kaputt. Das ist jetzt zerbröselt. Das ist leider kaputt angekommen. Schade Schokolade. Das wäre halt so ein richtiger Kontrast, halt so eine so eine warme Palette halt im Kontrast zu dem. Jetzt habe ich es hier. Ja, das schmiere ich natürlich erstmal schön auf meine Leggings. Ne? Ist ja eh Waschtag. Also Waschwoche. Ich wasche immer.
Ja gut, aber die kommt dann leider weg. Ich möchte jetzt bitte irgendwas haben, dass sich das Ganze lohnt, denn ich habe ja 50, 60, 65 Euro für die Box bezahlt, ne? Forth Ray ist eine, oder ist die Hautpflegemarke von Colourpop. Und hier habe ich eine Avocado Superfood Nourishing Mask, also quasi eine, wow, ich habe immer noch Glitzer an meinen Fingern. Eine Maske mit Avocado, die Haut nähren soll, was ich persönlich ganz gut finde. Sowas mag ich gerne leiden. Auch gerade wenn es so eine Pöttchenmaske ist, ne, das verwende ich sehr gerne morgens, während ich die Zähne putze und so. Und so schaut die aus. Es ist halt einfach ein Pöttchen. Wie viel haben wir hier eigentlich drin? Wahrscheinlich so 50, ja, 50 Gramm. Wow, die riecht sehr natürlich, ist ein bisschen ausgelaufen. Sieht auch sehr grün aus, also da werde ich zum Hulk. Das finde ich aber cool, sowas mag ich. Das ist positiv, Leute, die wird auf jeden Fall bleiben. Witzig. Witzig, ja, ihr wisst Bescheid. Okay, als nächstes Party Proof Eye Primer. Das ist cool, von Colourpop habe ich hier einen Lidschattenprimer, der hier mit dabei ist. Mit 12 Gramm drin enthalten in der Farbe Karamell, also quasi, ja, hoffentlich hell genug für mich. Partyproof. Ja, das müssen wir ausprobieren. Ne? Jetzt, ich will tatsächlich eine kleine Party veranstalten, aber wie gut der so hält. Also der kommt auf jeden Fall auch in das Full Face Beauty Boxen. Sehr schön. So, weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich Luxe Velvet Luxe Liquid Lipstick. Liquid Lipsticks mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Dance of Velvet ist die Farbbezeichnung. Mensch, Mensch, Mensch. Was eine widerspenstige Verpackung hier. Okay. Ja, so ein kühler Nude-Ton. Ist nicht verkehrt. Kann man auf jeden Fall tragen. Jetzt komme ich wieder um die Ecke. Hab natürlich was zu nörgeln. Ich trage halt nicht so gerne Liquid Lipsticks. Ne? Dann habe ich hier Luxe von Colourpop. Ein Lippenöl. Lip Oil. 4,6 Gramm sind hier drin. Das sieht doch schon mal hübsch aus. Allein die Verpackung spricht mich schon mal an. Okay, ja, ja, sowas mag ich. Das ist halt so ein Lipgloss, Lip Oil. Oh, und da sind so Fliegeviecher drauf. Sind das Motten? Ich glaube schon, ne? Ja. Das ist schön, das mag ich. Okay, okay. Ich habe ein Lippenöl, ich habe einen Eye Primer, ich habe einen Eyeliner, eine Maske, vielleicht einen Spiegel, ein bisschen Klebeviecher, Glitzer an den Finger. Color Sticks habe ich hier 0,6 Gramm in der Farbe Happy Days. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, die Begeisterung ist dieses Mal nicht ganz so riesig wie beim letzten Mal, ne? Na, wir müssen mal gucken. Das ist Metallic. Ich glaube, das ist für die Augen, ne? Ich glaube, das ist ein Creme-Lidschatten. Da ist die Farbe natürlich gewagt. Es sei denn, es ist für die Lippen, dann ist die Farbe schön. Da muss ich noch herausfinden, für was das dann sein soll. Aber es sieht aus, als wäre das für die Augen. Und sowas auf den Augen sieht halt einfach aus, als wäre man krank. Okay, so packen wir wieder in die Verpackung und nehmen das letzte Produkt hier raus. Und zwar ist das Glow Geller. Scheint eine Lidschattenpalette zu sein. Hat auf jeden Fall ein schönes Palettendesign. Das ist fein, da schaue ich mal hinein. Das war ein Mega-Rein. Ja, manchmal denke ich auch, ich habe echt irgendwie was in der Birne. Press Powder Palette 9 Gramm. Also hast du quasi 1 Gramm pro Ton hier mit dabei. Und jetzt heißt es nur Pray for Being Beautiful. Also hübsch finde ich auf jeden Fall von außen sieht es aus. Ne? Die Optik von außen ist schön. Bitte seid bunt. Ja, doch. Doch, 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 doch. Damit kann ich was zaubern. Damit kann ich was zaubern. Kommt auch ins Full Face Beauty Boxen rein. Ne? Das kann was werden. Und diese Schimmertöne von Colourpop sind einfach erste Sahne. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen wegen Fallout und so. Aber an und für sich
kann man sich das schön gönnen. Ich finde, dass die matten Töne auch okay sind. Also hier hätte ich mir vielleicht noch so einen leicht bläulichen Ton gewünscht oder so, ne? Anstatt von dem oder dem, dass man da einfach so ein bisschen Variation auch mit dabei hat, weil dieses Night Night ist schon sehr, sehr dunkel. Das ist ein ganz dunkles, ist kein Schwarz, dunkles Graublau irgendwie ist es auch, ne? Also ja, ich glaube, das kann was werden. Okay. Hoffnungsschimmer. Aber, Leute, und jetzt komme ich auch schon zum Fazit, ich glaube nicht, dass ich mein Geld rausbekommen habe. Klar, durch die ganzen Produkte, ne, in Summe auf jeden Fall, aber ich glaube nicht durch das, was ich quasi behalte. Ja, ich bin trotzdem nach wie vor super gerne euer Versuchskaninchen und schaue mir die Boxen an, gucke, ob die einfach so funktionieren. Aber ich kann jetzt einfach nach zwei Boxen, die ich halt aus diesem Mystery-Gedönsen mir bestellt habe von Colourpop, euch schon mal mit auf den Weg geben, dass man durchaus auch echt, ne, ins Klo greifen kann damit, weil dann nicht unbedingt alles so gefällt. Ja, schon, ne? Ich meine, dieser Spiegel, reizt mich schon, den zu behalten, ne? Ist aber eigentlich irgendwie dämlich, weil ich habe zwei von Maxim Giacomo, also von Giacomo Cosmetics, mir damals bestellt. Dann habe ich noch so einen Klappspiegel hier von Giorgio Armani, wo ich meine Wimpern betusche. Dann, also nicht mit dem Spiegel, sondern den verwende ich dann viel dafür. Genauso habe ich von Odin's Eye auch einen. Und wie viele Spiegel braucht man, ne? Aber komm, auf einen mehr oder weniger kommt es eigentlich nicht drauf an, ne? Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Colourpop Mystery Box Unboxing. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare und welche Produkte ihr gegebenenfalls aus dieser Box behalten hättet, was ihr cool gefunden hättet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!